Hey, Mutter Erde, wie hast du das Leben auf dieser Erde eigentlich gemeint? Was war deine Uridee? Was war dein Wunsch damit, hier Leben zu gestalten? Ich habe mich in diesem Leben Mutter Erde verpflichtet. Und an dieser Vision von Mutter Erde möchte ich mein Leben bestmöglichst orientieren. Mein Name ist Robin Kaiser. Ich bin Autor, Psychologe und Seminarleiter und ich habe eine Vision einer neuen Erde. In dieser Vision sehe ich, dass die Menschen zu einem neuen Miteinander kommen. Dass der Mensch sich wieder erinnert, was er in seinem Ursprung ist. Was er in seinem seelischen, geistigen Wesen her verkörpert hier. Und ich habe mir schon so früh Fragen über diese Welt gestellt und mir überlegt, wie kann es sein, dass die Menschheit so sehr entfremdet ist? Und dann bin ich dieser Frage nachgegangen und habe ganz viel erstmal im Äußeren gesucht, viel gelesen und habe gemerkt, dass all das, was ich im Äußeren suche, ich dort nicht finde. Dann habe ich mich in mich gewandt, bin in Meditation gegangen über längere Zeit und dann ist in mir etwas aufgegangen, über das ich eine tiefere Erinnerung an mein ursprüngliches Wesen bekommen habe. Und diese Erinnerung möchte ich der Welt mitteilen. Ich möchte demonstrieren, aufzeigen, wie machtvoll das Bewusstsein ist und wie viel Kraft darin liegt, wenn wir uns wirklich verbinden auf einer tiefen seelischen Ebene. Eine der wichtigsten Botschaften, die ich weitergeben möchte, ist, dass nichts geschehen kann, dass nichts wirklich bedroht ist und dass egal wie existenziell eine Angst ist, es erstmal nur ein Gefühl ist, was dich in irgendeiner Form ja übermannen kann, aber dich niemals in der Existenz wirklich bedrohen kann. Du bist ein geistig-göttliches Wesen und dir kann zwar der physische Körper, ne, dein Raumanzug hier kaputt gehen und dann baust du dir einen neuen. Ne? Es ist wirklich, es ist ein großer Zyklus, ein großer Kreislauf und darin ist nichts bedroht. Im Gegenteil, das Leben unterstützt die ganze Zeit alles, was dem Leben dient. Und wenn du dich als Diener des Lebens siehst, dann erkennst du auch die Verbindung, die du mit dem großen Leben hast und erkennst, dass du dadurch nicht stirbst, sondern dass es immer weitergeht. Leben ist ständiges Formwandeln. Und heute, jetzt hier in dieser Form, in diesem Körper und morgen schon in einem ganz anderen. Und da geht nichts verloren dabei, sondern es ist vielmehr eine Erfahrungsreise, die so viele verschiedene, unterschiedliche Facetten hat. Diesmal hier unter diesen Raumzeitkoordinaten sehr auf den materiellen Schwingungsfrequenzraum fokussiert, aber schon morgen in einem anderen Körper, in einem anderen Schwingungsraum. Und das zu erforschen, das zu erkunden, da wieder die Freude daran zu finden, die unterschiedlichen Ebenen in sich wahrzunehmen, und zu schauen, okay, wer bin ich jenseits des physischen Körpers? Und wie kann ich diese Empfindung so stark in mir werden lassen, dass ich mitbekomme, okay, die Reise geht immer weiter. Natürlich habe ich mich auf meiner persönlichen Reise mit ganz vielen auch spirituellen oder religiösen Traditionen beschäftigt. Und auf einer gewissen Ebene gibt es
ein Grundmuster, was sich durchzieht. Da ist ein Wahrheitskern in einer Religion, den spirituellen, esoterischen Kern möchte ich ihn nennen. Und dann gibt es das für die breite Masse, was wirklich sehr stark dafür eingesetzt wird, um Menschheit in der Weise, wie sie sich selbst erlebt, zu manipulieren. Religion ist ein großes Mind-Control-Instrument, ich muss es so ausdrücken. Und gleichzeitig im Kern drückt es natürlich etwas sehr Wahrhaftiges aus. Und dazu wieder zu schauen, wie finde ich zu der ursprünglichen Verbindung zu den göttlichen Ebenen, die nirgendwo anders sind als in mir. Es gibt noch so viele, die das Göttliche außerhalb suchen und die meinen, man müsste weit wegreisen in ferne Länder oder man müsste in die Sterne schauen und in ferne Galaxien gehen, um dann vielleicht dem Göttlichen näher zu sein. Überall dort draußen, bloß nicht hier drin. Und da habe ich Erfahrungen machen dürfen, die so beyond sind, so weit weg, so unvorstellbar. Für mich selbst auch, noch nicht greifbar, überhaupt nicht, auch nur am Rande dieser Welt oder dieses Verstandes kratzend, dass ich nur sagen kann, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und es gibt viel, viel mehr als das. Und es geht immer noch tiefer. Wir leben wirklich in Zeiten eines globalen Wandels. Und dieser Wandel betrifft jeden, der hier aktuell auf der Erde ist. Es ist nicht an der Zeit, in Passivität zu verfallen oder die Augen zu verschließen, sondern sich zu verbinden mit Gleichgesinnten, sich zusammenzuschließen und gemeinsam zu schauen, wie hat die Erde das Leben hier ursprünglich gemeint? Wie können wir nachhaltig miteinander leben? In Gemeinschaft, in einer Form, die unser Innerstes wieder zum Vorschein bringt. In einem Miteinander, was die ursprünglichen Qualitäten von Liebe und Freiheit wieder sichtbar werden lässt. Es gibt so viele Arten unseres Miteinanders, die so verdreht sind, auch in dem, was wir Partnerschaft oder Freundschaften nennen. Das ist so sehr nutzorientiert, reinweg auf Vorteilsdenken basierend. Und da wieder hinzugehen und mitzubekommen, ja, es ist das Schönste zu schenken, es ist das Schönste zu geben, zu teilen. Jeden Tag an irgendeinem Menschen irgendein Geschenk zu machen, wie es auch immer aus sein mag. Und da zu sehen, dass das Leben sich dadurch wirklich transformiert. Es ist wichtig, dass wir da alle wieder in unsere Kraft, Verantwortung kommen, um gemeinsam diesen Wandel durchzustehen. Ich sehe mich als Pionier und Vorreiter, der etwas vorbereitet, wo viele Menschen irgendwann, früher oder später, selber drauf kommen von sich. Aber es muss einfach Menschen geben, die einen bestimmten Entwicklungsweg vorangehen, um diesen Weg für die Menschheit vorzubereiten. Und natürlich gibt es in dem Sinne nicht diesen einen Weg, sondern jeder muss entsprechend seinem Inneren seinen Weg finden. Und gleichzeitig gibt es einfach Grundqualitäten, die für alle von uns von Belangen sind. Es ist nicht so, dass sich jeder Mensch unterschiedliche Dinge wünscht. Nein, jeder Mensch wünscht sich, geliebt zu werden und zu lieben. Das ist wirklich die Baseline, die Grundlage für unser Miteinander. Aber dieses innerste, tiefste Bedürfnis drückt sich natürlich auf vielfältige Weise aus. Und wenn eine Mutter ihr Kind schlägt, dann meinen wir, das sei Gewalt. Aber was darunter liegt, ist eigentlich, dass sie
eine Idee hat von Erziehung, die sie wiederum bekommen hat von ihren Eltern wahrscheinlich. Und was darunter liegt, ist eigentlich auch liebevoll. Auch wenn sich die Art der Liebe auf eine völlig verdrehte und gewaltvolle Art und Weise ausdrückt. Aber da immer wieder darunter zu schauen, okay, da steckt eine gute Intention, eigentlich ein guter Wille hinter, der nur aufgrund der weltlichen Konditionierung, dem, was wir gelernt haben, sich irgendwie in verdrehter Weise ausdrückt. Und wenn wir mitbekommen, dass wir als Menschheit eigentlich nicht unterschiedliche Ziele haben, nicht unterschiedliche Bedürfnisse haben, sondern dass die Grundbedürfnisse alle das Gleiche sind und dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dann wird es auch einfacher, sich miteinander zu verbinden.